Guten Morgen. Lei va fu dam hemelem nomi Jesu kommet ne di fala dan pochet. Wenns du bes göt, du bes ans einzuhugnin, en ne di val vi komme her. Vi loben preise di her, du bist wunderbar. Vi wälle di dat von ganzen Worte seie, dat vi di leive, her, dat vi di machte jeden Tag no da kumme. Herr, du bist wunderbar. Amen. Psalm 65, ein wunderbarer Psalm. Es sagt, auf dem Berg Zion kann man dir, o Gott, begegnen. Wenn man dich still anbetet, dir Loblieder singt und das einlöst, was man dir versprochen hatte. Also drei Sachen, die wichtig sind, um Gott begegnen. Gott still anbeten, Loblieder singen und das versprechte Hülle. Was einer Gott gegeben hat. Wie wichtig die drei Sachen für Gott sind. Weil du Gebete erhörst, kommen die Menschen zu dir. Wie wunderbar. Gott erhört Gebet. Und denkt, was wie Brücke für Amos noch schon mehlig. Gott ist gut. Diese Wahrheit steht von da auch noch fast. Dass Jesus Christus kann in jeder Mensch nach Gott kommen. Was braucht wir das? Wie braucht das ein abbrechend Wort? Buße und wirklich Leben. Es heißt, schwere Schuld drückt uns zu Boden, doch trotz unserer Untreue wirst du uns vergeben. Glücklich ist jeder, den du erwählt hast und der zu deinem Heiligtum kommen kann. Dort in deinem Tempel segnest du uns mit allem Guten und stillst unsere Sehnsucht. Also, der Jesus, sehr wie leidlich zu schätzen, wenn es der Jesus, der wie im Heiligtum nankomme, der wie nach Gott komme, der Jesus habe ich mal Zugang zu Gott. Das wie im Alten Testament nicht so einfach. Weil der Jesus, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, habe ich Zugang zu Gott, der wie nach ihm komme. Das sagst du, segnest. Segnest du uns mit allem Guten und stillst unsere Sehnsucht. So ist Gott. Gott ist gut. Gott hat gute Pläne mit uns für. Gott, du bist treu. Mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Du bist die Hoffnung aller Völker bis in die fernsten Länder. Gott ist die Hoffnung. Nur Gott kann helfen. Ab Gott weil wir vertrauen, dort ist so wichtig, dass wir immer wieder du an die Hoffnung haben. Weil viele Menschen haben ihre Hoffnung auf der falschen steht. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich bete, dass diese Sehnsucht, die zu begegnen, in uns immer geraten wird. Wir sind uns bewusst, dass wir als Christen alle, die fehlte wenig Seite. Halb dort in uns Leben, das Stellwort verdient, beten, Lobleider singen, dass wir ganz versprechen hören. Herr, ich danke dir, dass du von dort nach Gebeten erhörst, dort steht hier so klar. Du bist der Selbst, Gott, du bist treu und du deshalb von dort noch gewaltige Taten. Herr, und du halbst dich, was deine Halb brücken, was auf dich vertrauen. Ich danke dir dafür, Herr, du weißt in jedem Sinne nicht. Und ich bete dich, Herr, ich rief an, schenk uns deine Leib, schenk uns Vertrauen, verbinde uns einer mit dir und erhöre unsere Gebete im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.